Ja gut, machen wir das. Ja, muss reichen. Der muss das schaffen bei der Prozentzahl. So, Credits, genau. Materialien, Rillium und Eisen. Sehr schön. Pathfinder, Sie haben neue E-Mail. Ja, ja, es ist immer neue E-Mail da. Nun gehen wir mal zu Suvi. Wir haben Scans der Geißel. Wie sich all diese dunkle Energie bindet und gegen sich selbst wendet. Es ist atemberaubend. Jetzt geht's los. Ja, auch wenn es ein Phänomen von eher düsterer Schönheit ist. Düstere Schönheit. Das gefällt mir. Helios ist unglaublich, nicht wahr? Und damit meine ich nicht nur Konstrukte wie die Geißel oder die Reliktgewölbe. Ich meine alles. Es ist so fremdartig. Eine beständige Erinnerung an die göttliche Intelligenz hinter der gesamten Schöpfung. Na, mach mal das. Ja, es hat schon was, sich etwas derart Erstaunlichem gegenüber zu sehen, dass man einfach glauben will. Wow, es ist schön, jemanden zu begegnen, der es versteht. Ich musste mich schon so oft rechtfertigen. Als würde mein Glaube an das Göttliche meine Arbeit als Wissenschaftlerin in Frage stellen. Als könnte das Sakrale durch die Suche nach der Wahrheit herabgewürdigt werden. Ihre Ansichten über das Zusammenspiel von Glaube und Wissenschaft sind wirklich interessant. Ich würde das gern irgendwann weiter vertiefen. Vielleicht bei ein paar Drinks auf der Nexus? Das wäre schön. Jetzt sollte ich aber besser mal den Rest des Teams über meine aktuellsten Berichte informieren. Yep. Unterhalten wir uns später weiter? So, wir speichern mal, weil ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt schon kam oder erst beim nächsten Mal, wenn wir von der Nexus wegfliegen. Kurz gucken. Ich habe Bilder des Gewölbes gesehen. Es ist verblüffend, wie groß es ist. Und wie viel davon haben Sie noch nicht entdeckt? Was, wenn es noch viel größer ist? Wofür ist all dieser Platz gedacht? Für wilde Reliktpartys natürlich. Wofür sollte man ihn sonst nutzen? Oh, Ryder. Sie sind bezaubernd. Ich weiß. Oh, ja, das ist das. Ich glaube, das ist der Dialog. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt ist. Oh. Was ich Ihnen noch sagen wollte. Ich bin wirklich froh, dass Sie sich unserer Crew angeschlossen haben. Ich auch. Wir entdecken eine neue Galaxie und wer weiß was noch alles. Ich empfinde es als Ehre, dabei zu sein. Ja, das ist wirklich der Dialog. Wie geil. Nein, ich meinte, ich finde sie süß und es ist schön, sie hier oben zu sehen. Du meine Güte, Ryder! Und erst ihre Stimme. Ihre Stimme ist, ich meine, sie ist natürlich nicht das Einzige, aber, okay, ich sollte einfach darüber gehen, zu diesem Steuerungsding. Kann mich bitte jemand erschießen? Danke, Ryder. Und nur damit Sie es wissen. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, ich meine, es wird Zeit für Pathfinder-Arbeit. Alle retten zu müssen, ist eine ernste Angelegenheit. Ja, lame. Also gerade er hier war echt ein bisschen... Speichern wir mal einen neuen Spielstand. So, wir sind zurück. Ich habe die Sprache umgestellt. Jetzt wundert sich einer, ja, die Sprache umgestellt, aber ist doch alles auf Deutsch. Ja, man kann die Texte komplett einstellen, dass sie immer noch auf Deutsch sind. Ist natürlich ganz angenehm für den einen oder anderen. Und jetzt ist so ein bisschen was, wir werden jetzt diesen Dialog nochmal machen, damit man einmal sieht, wie das halt ist und auch mal die Stimme hört. Und es ist halt wirklich viel, viel cooler. Für mich, ich empfinde das so. Es kann jemand anders sehen, aber zumindest wollen wir das gleich machen. Und wir können auch mal testen, was ihr davon haltet, wenn wir mit deutschen Untertiteln, aber englischer Originalsynchronisation zocken. Vielleicht... Ich hoffe eigentlich, dass jemand was sagt. Also ich weiß, ihr seid alle immer sehr schreibfaul, aber es wäre halt hier echt mal cool, wenn einer jetzt schreiben würde, hey, gefällt mir, lass es bitte auf Englisch mit deutschen Untertiteln oder ja, nee, mach wieder zurück. Ich kann nicht lesen, weil ich auch nicht schreiben kann. Deshalb ändere das wieder. Nein, also... Schätzt beiseite, ne? Also ob ihr das gut findet, englischer Originaltitel, deutscher Text oder einfach nur, ja, alles auf Deutsch. So, einmal der Dialog nochmal mit Suvi. Für mich einfach, ja. I saw pictures of the vault. Astounding, how big it is. And how much of it didn't you see? What if it's way bigger? What's all that space for?
Diese Stimme, der Akzent, mega geil, echt jetzt. Wild Remnant Parties? What else would you use it for? Oh, Ryder, you're adorable. I know. I'm really glad you volunteered to join our crew, by the way. I am too. New galaxy and all. I'm honored to be here. No, I mean, I think you're cute and I like seeing you up here. Oh my goodness, Ryder! Also, the accent. The accent is, I mean, it's not the only thing, but, okay, I should just go over there to the piloting thing. Kill me now. Ryder, thank you. And so you know, the feeling's mutual. Yes! I mean, time to pathfind. Serious business. Saving everyone. Man merkt, es ist viel mehr Elan, viel mehr Stimmung drin, ne? Alleine er, please kill me. Im Deutschen, bitte töte mich. So, ne? Also ich finde es halt viel, viel besser und wir werden jetzt einfach mal so ein paar... Ach, Peeby ist hier, genau, wir werden mal kurz mit Peeby sprechen, dass ihr das mal kurz hört. In here, huh? Yeah, I'm going through what we got out of that vault. If I can crack this data storage box, it'll help with a personal project back on the Nexus. This is a nice, out-of-the-way place where I can tinker, and I can sleep anywhere. It's not exactly homey, but I like that about it. Not really looking for a home. Oh, but I will help you find everyone a home. While I'm with you, at least. Does your brain ever take a breath? Sorry, not really. Even my dreams are in time-lapse. I get it. You want to know who's on your ship, so you're here to figure out what makes me tick, right? Something like that? Sure. Well, I was born in a log cabin on rural Haitiana, to simple but loving parents, just trying to... I look forward, not back, Ryder. Why snooze through my life story? Get to know me out in the field, while we're uncovering the mysteries of this galaxy. That's why I'm here. Got tired of yawning back home. Tackling complete strangers in the Milky Way wasn't doing it for you? I think tackling you anywhere would be fun. Did I say that out loud? Life won't be boring with you around. I may never yawn again. Maybe you just needed more sleep. We were out for 600 years. No. A special someone made the trip with me, and she woke up a different person. I've slept enough. Ryder, the Milky Way was so... been there, done that. Even if I hadn't done it, someone had. If there's one thing you should know about me, it's that I live for the unknown. For the never been done. Well, congratulate yourself. No one has ever so successfully dodged my attempts to get to know them. Yes! I'm number one! Buy me a drink sometime. Who knows what will spill out of my mouth. Then again... I need remnant scrap. Remtech, I call it. For projects like the one I mentioned. Which you're gonna love, by the by. Promise to bring me what you scrounge, and I'll submit to all your questions. Mach mal. Remtech, huh? You got it. Super cool, oder? Also, da bin ich auch gespannt, wenn wir das nochmal machen im Deutschen, falls wir das halt in Deutsch zocken, wie das dann halt da ist. Weil es ist halt einfach episch, diese Art, wie sie die, das rüberbringen, schaffen. Warum auch immer, sind sie auch nur Synchronsprecher hier, aber sie schaffen es nicht. Wir müssen kurz warten, er lädt das, jetzt kommen wir hier zu Drag. Most of the crew bunks in here. Cozy, huh? But you're got more of a view. I carried that. Don't give the Pathfinder too much trouble. Oh, Roshan. Who are you talking to? Kesh, Nexus Superintendent, thinks she can boss me around just because she's my granddaughter. Das ist eine Stimme von einem Kroganer, oder? Boah, das ist so richtig so... Boom! Well, welcome to the Tempest. Trouble's what we do. Ha! I like the way you think, kid. Ugh. Someone somewhere shivered when I said that. Probably Tam. Damn politicians. Is that all you brought? You travel lean when supplies are tight and you're on your own. Your people had to know what it'd be like when you left the Nexus. We did, but there weren't a lot of options. After the mutiny happened,
It was either buckle under Tan's rules or start our own colony. Easy choice. Bad consequences all around. Your people come first. Keeping Kesh and our colony safe will always be my top priority. That's why I'm happy to tag along, help make this galaxy a little more hospitable. Can't argue with that. Das ist halt echt cool, oder? So, als wenn wir uns nochmal in den Rest reinziehen. Einfach, dass ihr mal auch einen kompletten Eindruck bekommt, wie die ganzen Stimmen denn unserer Crew klingen im Original. I'm in the Armory. In the Armory. I'll talk to someone. Maybe. Oh, hey, Pathfinder. The Pathfinder's there? Let me say hi. Fine, but don't embarrass me. Ryder, this is Sid, my sister. Sid, Ryder. Hope I'm not interrupting something important. Not at all. We were just finishing up. Wait, Ryder, I just wanted to know if... Do I know it feels like I just jumped aboard your ship without explanation? I would have done the same just to get off the Nexus. No. That's not why I came. Sure, I want to explore the galaxy, but I'm really here to work. I know everyone on the crew. Even the Actuators Guild prefers for the ship. Better, I know how to get my hands on them. With me around, your crew's going to be at their best. Sehr gut. Failing for months, Ryder. Now that we have you, we have a chance out here. Yeah. We need people with skills, and it sounds like you've got many. Welcome aboard. Yep, making deals to get the things you want, shooting at the things you don't. That's me. We all have a personal stake in this. Yeah. If it keeps going the way it's been, we're all dead. So ist das häufig. Track down a lead for Gil's actuators. Back channels, you know. Gil ist unser Mechaniker, der das Schiff hier am Laufen hält. Unser Techniker, mehr oder weniger. So, können wir hier wieder rausgehen. Da steht unser Schiffchen. Also, wir rufen mal kurz den Aufzug. Warte mal, war hier auch noch was? Ah ja. Genau, was ich meinte, sein russischer Akzent. Zumindest klingt es so. Pathfinder, help me with something. I know, not exactly standard. Gotta make the space comfortable. Plus, the fabric diffuses the charge. Nicht so richtig russisch, ja. Ja. Not giving up a 6% boost, right? Könnte Jamaika sein. Oder es könnte auch irisch oder schottisch sein. Wobei, die klingen ähnlich. Also, wer schon mal in Real Life mit Schotten gesprochen hat. Also, ich persönlich habe immer den Eindruck, wenn ich einen richtigen Schotten treffe, der halt wirklich auch dann entsprechend so nicht versucht, normales Oxford-Englisch zu sprechen, sondern halt so, wie er ihm das Maul gewachsen ist, die hören sich für mich immer an, so ein bisschen wie wenn so ein also ich habe dann immer das Bild von so einem Jamaikaner vor Augen. Ne? Ich glaube, das passt doch eher als so ein russischer Akzent. Someone brought this to Andromeda? It was new when we left. It's been a hard year. So, finally time for that beer? And after 2 years and a dozen suspensions, I took a lateral promotion out of the force. Being a cop just didn't fit. But crisis response? Digging people out of trouble? That worked. I bet Hustle followed you into a few peace actions. Think about your alliance days much? I put it behind me after Dad's work went sour. It was... a long time ago. 600 years, give or take. Ja, richtig. So, Pathfinder. Why Andromeda? That blunt, huh? That blunt. Wir könnten auch hier wieder flirty sein. Machen wir mal. Komm, wir machen I'm looking for moments like this with people like you. You don't know me yet. Still an answer, though. Sounding far from home. I get it. Back at you, Costa. Why do you come? I want to say I'm running from my past, but really running from myself. That'd be a great story. But it's bullshit. Okay. I had family, friends, a good enough job. Nothing was wrong. I just heard about the initiative and I believed in it. I believed in a new beginning. Still do. I have to. We're in it. We can't go back, but we're not trapped by decisions a galaxy behind us. Richtig. I don't feel trapped. We came from a good place for good reasons. We keep that in mind, it'll steer us right, just like back in Crisis Response. Remember the essentials. A new start, guided by the Pathfinder. And team. I'll bust my tail to make that a good story.
Wir können rein theoretisch mit jedem hier an Bord flirten, die ganze Zeit. Permanent. War jetzt noch irgendjemand? Na gut, die Ärztin ist sonst noch da und Cora. Und Jill, na gut, Jill ist jetzt nicht so... Ist nicht so wichtig. Wir können ein bisschen mit Cora nochmal reden. Hey, can you drop by the biolab? Okay, da haben wir sie gerade gehört, also passt das schon. Ja, gut, werde ich an dieser Stelle einen Cut machen. Wie gesagt, ihr schreibt bitte, wenn ihr auch sonst immer nicht schreibt, aber dieses Mal könnt ihr bitte schreiben. Wollen wir das so auf Englisch lassen mit den Untertiteln, falls euch das nicht stört? Wie gesagt, ich habe da jetzt nicht so das Ding mit, aber ich weiß, dass es viele andere stört, aber ihr könntet es ja sonst nachlesen. Oder sagt ihr einfach, oh, komm, machen wir wieder auf Deutsch, dann brauche ich nicht lesen. Kann ich das nebenbei laufen lassen, während ich irgendwas anderes mache die ganze Zeit, weil ich die Let's Plays nur nebenbei laufen lasse. Ja, schreibt einfach mal rein. Wie gesagt, ich denke, die paar Worte kann man ja irgendwie reinhacken, während man irgendwas anderes macht. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es mal nicht. Aber egal, ich muss irgendwie alles verstehen. Zumindest freue ich mich über diejenigen, die des Schreibens fähig sind und auch ihren Kommentar hinterlassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Entweder dann Deutsch-Englisch oder Deutsch-Deutsch. Das entscheidet ja dann ihr so ein bisschen mit. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zocker.